Laut Information, der vordere Zugteil mit Ordnungsnummern 31 bis 37 verkehrt bundesweit. Guten Tag, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg und herzlich willkommen in Wien. Es ist 11.03 Uhr, 11.04 Uhr. Ich sag so, wie es ist, ich habe die ganze Nacht durchgemacht und habe jetzt nur im Zug geschlafen. 4 Stunden Schlaf, morgen geht's nach Asien. Viele Leute haben mir schon auf Instagram geschrieben, nicht viele, sondern 4, ob ich nicht mit nach Asien gehe. Doch, gehe schon. Welche Seite stehst du? Der Mann holt mich ab. Sonntag, 11 Uhr. Was geht, mein Brr? Ja, alles gut, Bro. Ja, das ist schon chillig, die Zugfahrt, muss ich sagen. Und apropos Asienreise, ich habe noch nichts gepackt. Ich glaube, da drüben sind 35 Grad. Wir werden 3 Destinationen, so gesagt, anfliegen. Lukas und Nico, die sind auf Bali. Die kommen nach Singapur und dann lande ich auch in Singapur. Die landen 2 Stunden vor mir oder sowas. Die fliegen von Bali nach Singapur, ich fliege von Wien. Es wird lustig. Es wird spannend. Schauen wir mal, was alles auf uns zukommt. Es wird, der nächste Vlog wird so gesagt sein, ich komme in Bali an. Perfekt. Geil sieht das bitte aus. Ich weiß nicht, ob man sieht, wie groß es ist. Ich glaube, jetzt sieht man es besser, dass es wirklich sehr, sehr riesig ist. Der Mann, der zieht immer irgendwelche geilen Getränke raus. Wetter in Wien 10 von 10, Alter. Was hast du aber gerade gefragt? Ob die warm ist mit der Weste. Das nennen die einfach in Österreich Weste. Sobald ihr den Reißverschluss habt und es ist wie ein Hoodie, dann ist eine Weste. Ich habe einfach gerade erfahren, dass Adesanya geschlagen wurde von diesen Typen. Ich bin einfach nur noch sauer. Sugar Sean O'Malley. Geiler Typ, geiler Kampfstil. Ich weiß, was du meinst. Weil er kämpft so ruhig. Aber der hat sich auch ein bisschen durchgemogelt. Ja, er ist aber gut, er ist gut. Das ist Clio. Und von hier fahren die Boote los nach Bratislava. Hier kannst du Bratislava-Tour buchen. Steigst hier ein und dann bist du in Bratislava. Ja. Schon süß hier, muss ich sagen. Da kann man sitzen, man diesen Ausblick. Calio. Auf jeden Fall, Leute, reserviert euch Plätze, wenn ihr herkommt. Einer sagt einfach, ihr müsst 4 Jahre da vorne sein. Er hat echt gesagt, ihr müsst im Herbst reservieren, wenn ihr im Winter kommen wollt. Ja, ist okay, Bruder, sorry. Der Mann meint, es ist lecker. Deswegen schauen wir mal, was wir nehmen. Wir werden auf jeden Fall was Süßes nehmen und irgendein Brot. Pulled Brisket Burger, Pulled Chicken Burger. Also das ist natürlich eigentlich mehr so ein Frau-Mann-Platz, aber ich habe jetzt ein Date mit Alan. Du kannst dir Date-Video bringen. Mit dir. Aber süß, der Ausblick ist süß. Es ging schnell, wir haben schon Essen bestellt. Innerhalb von 3 Minuten oder so. Flat White mit Herz. Flat White mit Hafermilch. Ich sag ehrlich, seit ich das jetzt einmal selber probiert habe, dieses Muster da reinzumachen, habe ich so hart Respekt davor, weil es ist unmöglich. Boah, der Kaffee ist geil. Diding. So wie der Tisch aussieht, muss ich auf jeden Fall danach Beziehungsstatus ändern. Wir haben sogar extra für dich das hier ferngehalten von dem. Dann das habe ich extra so bestellt, Ladies and Gentlemen. Früchte und alles an der Seite. Schokodrops einfach da drauf. Kaffee kriegt von mir eine 9 von 10, sage ich ehrlich. Das hier weiß ich jetzt nicht. So ewig lang keine Pancakes mehr gegessen. Super lecker. Was ist das hier? Blattspinat hast du dabei? Pochiertes Ei, Hollandaise-Soße. Der Mann hat schon halbes pochiertes Ei in seinem Bart. Wenn man diese 3 Sachen jetzt vereint auf diesem Brot. Also ich sag so wie es ist, das kann man machen. Bisschen viel Schinken, aber ansonsten gut. Ja, aber. Oder? Lieber Kuss geht raus. Wir werden uns den Spot aber aufheben und mal noch mal ein bisschen näher, genauer darauf eingehen. Vielleicht kann man den in einem coolen Date-Video zeigen. Küss mich. Ich bin gar nicht der Freund von solchen so trendigen Sachen, aber das ist ein super Laden. Ehrlich, hat mir getaugt. Mega. Das ist doch absolut nice. Sitzt man hier, wenn es bricht, dann ist ein Problem, aber geiler Ausblick. Ja, gut war's, ne? Aber gut gegessen. Der Mann kriegt leicht graue Haare, sehe ich gerade. Ja, Bruder. Oh. Nicht jeder kann 22 sein wie ich. Der macht Parkour jetzt. Wenn den guten Herrn jemand kennt, schreibt sein Instagram unten in die Kommentare. Zu supporten. Oh. Der Mann ist nicht im Wasser gelandet. Ah. Ich bin ehrlich, ich hatte auch in meinem Leben so eine Zeit, wo ich Parkour gemacht habe. 12 Sekunden.
Bruder, wo hast du das gelernt? Habt ihr jetzt selber bemerkt, oder Jungs? Deswegen mache ich keinen Parcours. Eine Stunde später. Wir werden einen Döner testen. Das ist so gesagt der Dönerladen von meinem Friseurladen. Ich schneide mir die Haare bei District Barber und jetzt hat er so gesagt, ein, zwei Monate, ich weiß nicht wie lang, District Kebab aufgemacht. Das ist der neueste Döner in Wien und schau, wie er schmeckt. Hast du den schon gegessen? Nee, Bro. Sag so, wie es ist, diese Pizzeria. Ich wollte unbedingt schon immer mal diese Pizza probieren. Ich glaube aber, diese Pizza ist gut. Ich habe irgendwie Gefühl, dass die Pizza gut ist. Wie ihr sehen könnt oder wie ihr nicht sehen könnt. Aber auf jeden Fall herzlich willkommen bei District Kebab. Ich muss ehrlich sagen, von außen wirkt es gar nicht wie ein Dönerladen. Ihr habt auf jeden Fall die Auswahl zwischen ganz normalen Sandwiches, ihr könnt Dürüms, ihr könnt Bowls, ihr könnt Teller, ihr könnt Fingerfood, Desserts gibt es auch noch, also Baklava, türkisches Dessert. Ein Schokoladen-Baklava mit Kokos, Schokolade. Ihr habt einmal einen Hähnchenspieß, ihr habt einmal einen Rind-Steak-Spieß. Man kann auch einfach, wenn man nicht reingehen möchte, hier übers Fenster bestellen. Es gibt Limetten, Granatapfel, Mais, die beiden Sachen haben auf jeden Fall für mich nichts in dem Döner verloren. Das hier sieht gut aus. Tomato Salat, 5 verschiedene Soßen. Ich denke eine Cocktailsoße, Joghurtsoße, Knoblauch, das weiß ich nicht, was für eine Soße es ist. Was ist das hier? Das hier ist Hummus. Und eine Schafe. Den Chicken machen wir ganz classic. Ja, ja, ja. Den Chicken Döner machen wir ganz klassisch. Joghurtsoße und alles. Und ein bisschen scharf. Ah, dann bitte schön, ja? Ja. Scharf Käse magst du? Nee. Junge, ist es warm, Alter. Was ein Wetter, oder? Was kostet der Döner? Hast du es gesehen drin? 6,20. 6,20 €? Ja. Das ist ein absolut günstiger Döner. Er ist etwas kleiner als ein durchschnittlicher Döner, deswegen wahrscheinlich auch der Preis, würde ich sagen. Aber ich sag so, wie es ist, ist so ein Snack-Döner. Brot, kurz angetoastet, auch eingefettet. Also hat irgendwas oben drauf geschmiert. Ich weiß nicht, was es war, ob es Butter war oder Soße nur ins Brot reingeschmiert. Wenn hier oben die Soße ist, kriege ich schon zu viel. Ich habe auch lange keinen Döner mehr gegessen, muss ich sagen. Was ist das? Kalter Baklava mit Milchsirup und Schokopulver. Geil. Okay, danke. Danke. Bevor ich was sag, willst du probieren? Chicken Herz? Ja. Und schmeckt schön? Schmeckt super. Hat selber auch geschmeckt? Ja, ja. Sehr geil. Ich sag so, wie es ist. Ich feiere den Geschmack von dem Chicken sehr. Man hätte den Döner, wenn man jetzt schaut, man hätte noch Gemüse ein bisschen so breiter verteilen können. Aber geschmacklich schmeckt das Ding gut. Ehrlich. Was sagst du? Schmeckt approved, ja, sehr gut. Schon, gell? Also ja, schmeckt ja, es ist solide ein, einfach. Es ist ein solider Döner, aber so ein bisschen besser als ein solider Döner. Ja, so ein bisschen überdurchschnittlich. Ja, ja, genau. Das ja, würde ich sagen, ja, ja, ja. Jetzt zeige ich euch mein verstecktes Talent. Egal mit was. Also der Chicken Döner ist auf jeden Fall approved, Ladies and Gentlemen. Hier hat der Herr uns noch kaltes Baklava mit Milchsirup und Kakao gebracht. Jetzt darf aber erstmal Alan, weil ich dieses Stück Chicken zwischen meinen Zähnen rausbekommen habe. Ich finde, der sieht sehr schön aus, muss ich sagen. Ja. Die haben eine Hummus-Garlic-Soße drin, wir haben Rindfleisch, wir haben Salat und Käse und Gurken, das war's, gell? Ja, das war's. Mehr keine Tomaten? Nee, nee, mag ich nicht. Und keine Zwiebeln. Aber wenn er jetzt Röstzwiebeln gehabt hätte, hättest du reingemacht? Dann ist das der Mann, der ist gekündigt, also auf meinem Kanal. Hashtag Cancel Alan, schreibt es in die Kommentare. Magst du McRösti von McDonald's? Schon mal gegessen? Das ist ein Schwein, wenn ich nicht irre. Nee, Bro, das ist ein Rindfleischburger. Echt? Ja, hast du noch nie gegessen? Ach, das ist mit Kartoffelpuffer, oder? Ja, ich glaube schon. Ich ja? Kartoffelpuffer. Weißt du, an was mich dieses Brot erinnert? Wie heißt dieser Döner-Typ, der immer sagt, mit Liebe und dann macht er dieses Herz? Ich glaube, der hat dieses gleiche Dönerbrot. Take your time. Die Garlic-Sauce ist überdeckt den ganzen Geschmack. Die ist zu stark? Ja. Okay. Ich mag Garlic mega, aber. Ja. Das hat Schafskäse, Garlic-Sauce und Hummus.
Chicken ist der bessere Call. Du hast natürlich auch eine sehr komische Dönerbestellung gemacht. Muss ich mal sagen, wie es ist. Merkt euch eins im Leben. Klassisch Döner. Bestellen mit allem. Bisschen scharf, keine Schnickschnack-Soßen, keine rechts und links, gerade mit Kopf durch die Wand. Dann kriegt ihr auch einen guten Döner. Für meinen Geschmack ist auch ein bisschen das Rindfleisch. Bisschen, einfach ein bisschen zu trocken. Das ist der perfekte Mittagspausendöner. Davon kann ich 3 Stück essen, easy. Und wenn ich die 3 Stück gegessen habe, kann ich noch arbeiten gehen, so, oder zum Sport. Es fühlt sich leichter an, ist es aber nicht. Wir haben anstatt diesen normalen Sirup, Milchsirup. Das Problem ist, wenn es jetzt nicht... Boah. Wenn einer von euch nur traut, irgendwie in den Kommentaren frech zu, ich blockiere euch alle. Ist echt lecker, muss ich sagen. Ja. Danke fürs Einschalten, danke für den ganzen Support in den letzten Wochen. Bin sehr dankbar, ich will einfach mal Liebe dalassen für die ganzen Leute, die immer Comments reinschreiben. Genau, ich muss sagen, so hier im ersten Bezirk ist es der Döner, den man essen muss, oder die anderen sind einfach meiner Meinung nach Schwachsinn. Aber muss jeder seine eigene Meinung. Finde ich alle Leute, die den Döner schon probiert haben, lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, wie ihr ihn findet. Und ja, nächstes Video wird in Asien sein. In diesem Sinne, Kuss geht raus. Zu leid. Ist aber mit der Schall nichts zu tun, wenn du mich fragst. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, alle Leute, die mir auf Instagram folgen. By the way, ich würde gerne die 30.000 auf Instagram voll machen. Und erst wenn ich die 30.000 voll mache, poste ich wieder was auf Instagram. Somit alle auf Instagram reinfolgen. Jetzt.